mich halt total irritiert, dass wir rausfinden müssen, offenbar, was das Wasser, wo das Wassersymbol hinkommt. Weil wenn du sagst, es, die Pfeile folgen nicht wirklich irgendeinem Muster, dann kann man vielleicht mit die Pfeile auch nicht wirklich handeln. Naja, aber sie gehen aber von links nach rechts jeweils. Immer. Naja, ja. Ja, oder von oben nach unten. Aber wir sind ja bisher irgendwie nicht weitergekommen. Wir dachten immer, die... Willkommen zurück übrigens. Die zwei ist ja... Die festen Symbole müssen ja, sind ja fest, ne? Also Enter. Kann man das... Die Frage also, ist jetzt nur... Ja? Ich hätte vielleicht jetzt, weil du ja auf B1 hast ja was drauf. B1 ja, ist bei dir was? B1 ist die 3 bei mir. Gut, so die 3. Die 3 geht so bei mir zur 2. Ja. Die 2 ist bei dir was? Die 2 ist bei mir A3. Und A3 ist noch frei. So, dann geh mal bitte bei A3 hin. Mhm. Und ja. Setz den da mal hin, den Blitz. So, und jetzt frage ich mich halt, ob du die Blitze bis dahin weiterführen sollst. Das heißt, ja, auf A1 und 2, ja, wenn du da auch zwei Blitze hinsetzt. Du meinst, so wie dein Pfeil ist. So wie der Pfeil ist, ja. Einmal rum. Genau. So. Die B4 ist bei dir was? B4 klingt wie eine Autobahnstrecke. Die B4. Das habe ich letztens beim Asiaten bestellt, B4. Ja. Und schmeckt? Ja. 6. Ist bei dir 6. Mhm. Und die 6 geht bei mir im Pfeil nach links zu 7. Okay, und was ist die 7? E2. Das ist bei mir auch nichts. E2? Die 6, was wir eben hatten, war ja B4. Das heißt Pflanze. Ja. Und die Pflanze ist bis zu E2 praktisch... Moment. Fällt dir gerade was auf? Die Pflanze ist ja auf B4, ne? Ja. B4 ist die Pflanze. So, und der nächste Schritt ist 7, E2. Wenn jetzt von B4 bis zu E2... B4 bis zu E2? Ja, aber wie? Das müsste ja runter. Meinen die jetzt bis nach unten durch und dann nach links? Oder meinen die vielleicht auch irgendwas diagonal? Also theoretisch müsste nach deinem Prinzip jetzt... Nach unten so gehen. Aussehen. So müsste es aussehen. Ja. Naja. Also wie Sie sehen, sehen Sie nichts und davon ganz viel. Der könnte eigentlich weg. Damit diagonal wird dann so, ne? Du meinst diagonal. Ah, halt, stopp! Da passiert was! Hä? Ich hab dir gerade angetippt. Was, das so? Okay, du kannst was antippen. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Aber ich kann nicht weiter, ich kann nur... Ja, aber bei mir blinkt es jetzt hier auf dem Bildschirm. Ja, bei mir auch, aber auch nur ein... Ich kann auch nur eine Reihe weitergehen damit. Feuer... Die Feuerdinger. Ne, ich kann auch die anderen verbinden. Welche? Okay. Am Pult jetzt, oder wie? Ja, ja. Also ich kann gleiche Symbole nicht miteinander verbinden. Unten bei Feuer hattest du doch. Ja, aber ich kann nur eine Reihe gehen. Auswählen, Auswahl aufheben. Auswählen. Also ich kann nur so gehen.
kann immer nur eine Reihe miteinander verbinden. Ich kann nicht die Verbindung... Ich kann es nur wieder aufheben. Ich kann es nicht... Puh, das macht natürlich jetzt irgendwie wieder andere Möglichkeiten in den Raum schmeißen. Also ich könnte nur... Also ich kann immer nur zwei miteinander verbinden. Ich kann nicht mehrere miteinander verbinden. Wie zwei? Zwei in einer Linie? Ja, oder? So wie jetzt. Nur das kann ich machen. Ich kann jetzt nicht zwischen den... Also eine ganze Reihe miteinander verbinden. Weil du kannst entweder nur waagerecht oder senkrecht. Ja, und dann nur einen mit dem anderen verbinden. Ich kann jetzt nicht zum Beispiel hier eine ganze Reihe runterziehen. Bis nach unten runter, das geht nicht. Oha. Das. Oh Gott. Was heißt das jetzt? Warte. Mach bitte die Pflanzen da wieder hin. Ja. So, und jetzt hatte ich 1 zu 5, ne? Ja. Brauchst du jetzt irgendeine Info? Naja, ich hatte bei mir jetzt 1 zu 5. Ja. So, 1 zu 5. Warum kann ich immer nur eine Reihe, also zwei Stück nur miteinander verbinden und dann nicht mehr? Irgendwas stimmt da nicht. Mal davon abgesehen, dass ich glaube, dass überhaupt die ganze Steckung hier nicht richtig ist. Weil es überwiegt halt so viel Grün. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Ja, ich kann aber auch nicht mehr verbinden. Das ist auch blöd irgendwie. Vielleicht, weil die nicht richtig sind. Okay, ich nehme das mal weg. Ich nehme das mal wieder weg. Weil es scheint ja nicht richtig zu sein. Okay, die waren vorgegeben. Kannst du jetzt irgendwas da machen? Ich habe eine andere Idee. Ja, kann ich. Komm. Also, B1 ist bei dir was? Warte mal. Ich will nur wissen, ob jetzt meine Theorie genau das ist, was du denkst. Denkst du auch, dass am anderen Ende nur das Zeichen hin muss und ja. Dann... Siehst du? Okay. Okay, dann denken wir gerade gleich. Okay. Wo fangen wir an? Fangen wir mit dem Blitz an? Ja, ja. B1. Das ist bei mir die 3. Und die 3 ist zur 2. Und die 2 ist bei mir A3, also A3 Blitz. Mhm. Okay. Oh, ich bin so aufgeregt. was war das nächste? Ist ein, B4. B4 ist 6. Hast du 6? Bei dir. Ja, du hast bei dir das den Zettel, du hast es auch geschrieben. Die nee, 6. Halt gelöscht. Oh. Okay, die 6 ist bei mir mit der 7 verbunden. Die 7 ist E2. E2. Von was haben wir jetzt die Rede? Was für ein Zeichen? Blatt. Blatt. E2 ist auch Blatt. Also von B4 zu E2. Mhm. So, dann haben wir jetzt D2 ist Feuer. D2 ist 1. Und die 5? Die 5 ist C3. C3 ist also auch Feuer. Ja, jetzt ist die Frage,
welche Richtung. Vielleicht sagen die die Pfeile da, ich weiß es nicht. Ja, dann ist es richtig, was ich da mache. Mhm. So, dann haben wir jetzt noch E1. E1 ist 8. Okay, dann ist die 10 ist bei dir was? B3. B3 ist dann also auch Blatt. B3 ist Blatt. Ja, jetzt ist die Frage. Oder ist egal, wie es verbunden ist. Kann ja auch sein. Hauptsache ist verbunden. Okay. Und die E5 ist bei dir was? E5 ist 4. E5 ist bei dir die 4. Hm? Bei mir geht die 4 zur 9. Und die 9 ist bei mir A4. A4. Und wenn das jetzt nicht hinhaut, dann fress ich live die Tastatur. Bitte. Ich kann die Tür nicht öffnen. Passiert bei dir irgendwas? Kannst du irgendwas öffnen? Nee. Okay, ich denke aber, dass die Idee schon richtig ist. Aber vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Ja, was kann das jetzt denn noch sein? Mich wundert halt auch, dass kein Wasser vertreten ist irgendwie. Muss ja vielleicht nicht, aber wozu? Und anders liegen kann man das ja auch nicht. Nee. Und es ist eigentlich alles nach Pfeilen gelegt, glaube ich. Warte mal. Ja? Du hast bei dir gesagt, du machst da... Mach da mal das Wasserzeichen hin. Du hast doch bei dir gesagt, du machst... Je nachdem, wie der Bogen geht, hast du auf dem Boden eine Zeichenreihe. Du hast auf dem Boden einen Kreis. Ja. Wenn du jetzt... Ja. Wenn du jetzt von der B1... was hattest du gesagt, zur A3? Ja. Gehen würdest. In dem Bogen. Ja. Würdest du von dem Blitz zu welchem Symbol gehen? Also. Würdest du dann zum Wasserzeichen gehen? Ach so, meinst du das? Dass die tu mal bitte das Wasserzeichen daran. Ja. Okay. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. So, und jetzt verbinde ich die beiden. Ja. Aha! Das wird blau. Okay. Echt jetzt? So viel zum Wasser. Ja, da haben wir das Wasser. Okay, weiter. Was war das nächste? So, jetzt machen wir das Feuersymbol. Ist bei dir was? Feuer ist, D2? D2 und D2 ist die 1. Okay, und die 5 ist bei dir gewesen C3. Ja. Bei mir geht die 5. Ja. Ja, ist kein Feuerzeichen. Ich mach's nur hin, um das nicht zu vergessen. Weil Feuer. Die 5 geht zur 1. Also Kreis nach unten. Wo ist bei dir das Feuer? Unten. Also was ist bei dir dann oben? Wasser. Oben. Nee, oben ist Blitz. Nein, als nächstes, wenn du einen hochgehen würdest. Wer Wasser? Nee, mach mal Wasser, bitte. Nee, wenn ich ihn hochgehe, kommt Erde. Da kommt kein Wasser. Ja, aber haben wir ja nicht. Mach mal Wasser. Wie? Natürlich haben wir Erde. Mach mal. Hast du das Symbol Erde? Na, das hier Pflanzensymbol. Ja, das Pflanzensymbol symbolisiert die Erde. Lass das mal bitte. Na, ich will mal kurz gucken. Mach mal Wasser. Okay, das kann ich. Was? Warum? Moment, dann hast du dich aber in der Aussprache eben geirrt, weil... Wo lang ging der Pfeil? Von oben? Ja. Also von rechts nach links.
Von rechts nach links. Ja, aber wenn ich dem Verlauf hier folgen würde, das immer Uhrzeigersinn, würde eigentlich Blatt kommen. Da verstehe ich nicht, wie die jetzt auf Wasser kommen. Aber okay. Weiter. So. E1. Ja, ist 8. Ist 8. 8 ist bei mir mit der 10. Also 10 ist oben. B3 wäre das. B3. Und der Pfeil geht mit bei mir nach, also auf der linken Seite des Kreises nach unten zu 8. Auf der linken Seite des Kreises nach unten zu 8. B3 also hast du gesagt, ja? Ja. Nein. Das müsste dann Feuer sein. Mach mal. Mhm. Ja. So. Okay. Und jetzt B4. B4 ist Pflanze und B4 ist 6. Die 6. So, und die 6 geht bei mir rechts nach oben hoch im Kreis zu 7. 7 ist E2. E2 rechts nach oben im Kreis. Rechts nach oben. Das würde irgendwie Blitz sein bei mir. Ja, dann mach mal. E2? Ja. Mhm. E5. Oh, ich bin so aufgeregt. E5? Ja. Achso. Bist du nicht aufgeregt irgendwie? Vier? Ja, E5, seh zu jetzt. Vier. E5 ist bei dir die 4. Ja. So, und die 4 geht bei mir zu 9. Und die 9 ist bei mir A4. In welche Richtung zu 9? Nach... Warte. Von unten links hoch zu 9. Von unten links hoch zu 9. Hoch zu 9, dann müsste das eigentlich Erde sein. Wo? A3 war? Nee. A4. A4. Dann müsste das eigentlich auch das sein. Nee. Okay, mach. Okay. Gut. Komm, den letzten probieren wir jetzt durch. Okay, der ist es nicht. Jetzt. Ja! Oh! Oh! Alter! Echt jetzt? Ich hab. Mein lieber Herr Gesangsverein, ey. Alter! So, ich geh mal durchs Tor durch, ne? Ja, ich komm mal runter hier zu dir. Jetzt leuchtet die Tür so komisch, okay. Komm mal her hier, Lümmel. Sehen wir uns? Mich hat was angelacht. Hä? Wie? Nee, ich hab Angst. Mich hat was angelacht. Ich bin jetzt. Wo bist du denn? Na, hier unten. In einem dunklen Raum. Okay, ich guck mal, wo ich hinkommen kann. Hä? Hilfe? Was denn? Ich bin hier in einem dunklen Raum. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Ich komm mal auch runter. Ah, ich hab eine Kerze nehmen können. Ich sehe nichts. Ich bin jetzt... Okay, wir haben wahrscheinlich getrennte Bilder hier irgendwie immer noch. Die Tür ist verschlossen. Oh, ich habe hier einen Geheimgang. Ich habe hier einen Geheimgang. Ja. Ich gehe dir mal durch. Ich habe eine Kerze dabei. Ja. Ich gehe durch ein Tunnelsystem. Ja, lauf mal noch nicht zu schnell. Ich lote... Guck erst mal, wo ich dann... Ach so, nee. Okay. Also, nee, komm nicht zu dir. Ich bin jetzt durchgelaufen. Ich bin hier in so einem... Verlies? Ja. Ja, ich bin im Verlies. Was machen Sie denn da? Einen guten Eindruck. Okay. Ich bin jetzt in so einer Art Tunnel irgendwie. Ach du heiliges Kanonenrohr. Ja, also ich bin hier so in so einer Art Abfluss. Ja, ich auch. Hast du vor dir eine große Kugel, also so Platte, die du wahrscheinlich aufmachen musst mit Kabeln und
So? Nee, ich laufe weiter erstmal. Hier geht's irgendwie nur in eine Richtung. Ja. Jetzt kommt eine Filmsequenz. Ah, finally, another soul here to save me. I've been trapped in this hellish castle for ages. Now listen, there is a way for us to escape, but I need your help. You see that apparatus over there? Get it to work and retrieve the stone within. I'll explain later. Once you're done, meet me upstairs in the greenhouse. Good luck, friend. Aber wahrscheinlich jemand anders wie bei dir. Irgendjemand, der Hilfe braucht. Und hat gezeigt zu einem Raum hier mit irgendwas. Okay, und bei mir stand männlich und weiblich. Ich hatte irgendwas Geisterartiges in der Hand. Oha. Warte, ich hab. Logbuch. Ich habe ein neues Logbuch-Eintrag. Ich guck auch mal. Den letzten. Stimmen hallen durch die Hallen, als eine Art Schwertgriff in meinen Händen erschien. Das war's? Ja. Bei mir steht, wir haben den gefunden, der das Signal eines fremden Mannes gesendet hat. Er hat uns erzählt, dass er schon lange hier gefangen ist, aber er hat einen Weg gefunden, wie wir fliehen können.